Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS19 und zwar auf der Erlengrad. Wir haben wieder Sehnsucht nach den Bergen und mein Kumpel, der Landmaschinenhändler, hat mich angerufen. Ich habe schon lange mal angekündigt, damit mein Hülimann mal einen großen Service braucht und jetzt hat er angerufen. Gerade jetzt, wo ich ihn eigentlich selber brauche, hätte er jetzt Kapazitäten, um bei den Hülimann einen großen Service zu machen. Ganze Flüssigkeiten raus, neue Filter rein, Verschleißteile wechseln, Schläuche ersetzen und so weiter. Update braucht der noch nicht. Der hat nämlich gar keinen Bordcomputer. Aber ja, er hat gesagt, er hat für mich noch einen Traktor hingestellt, besorgt, den wir nutzen können. Einen gleichwertigen oder sogar besser, hat er gemeint. Und da bin ich mal gespannt. Wir werden jetzt den Hülimann hinbringen und werden nachher mit dem Ballenladewagen gleichwertig oder besser ist es. Ist es der? Okay, gleichwertig oder besser. So, wir koppeln mal hier gleich mal den hier ab. Wir werden da gleich mal nachfragen. Oh, ich lasse den hier stehen, den soll er selber hinbringen, wo er will. So, mein Guter, wo ist denn der Traktor, der gleichwertige? Der da. Der 6R. Oh, gleichwertig ist gut. Okay, dann bis später. Also ich soll den 6R hier mitnehmen. Und ja, das lassen wir uns nicht dreimal sagen. Der hat noch so eine spezielle Lackierung, sehe ich gerade. Der ist gar nicht grün-gelb. So, und der Bildschirm ladet auch irgendwie. Er fährt auch noch gar nicht los. Jetzt fährt er auch nicht los. Jetzt fährt er los. So, und wenn wir hier sehen, können wir da nämlich sämtliche Daten auf dem Display abrufen. So, eins der besten Mods hieß es. Und ja, nicht lange geweigert. Und jetzt haben wir den auch hier. Und ja, wir haben ja schon einen coolen Fendt zu laufen hier. Jetzt haben wir auch noch einen coolen John Deere. So, und heute wollen wir nämlich mit dem schönen Teil eigentlich nur Ballen sammeln, sage ich mal. Nur ist gut, ich habe mit dem Fendt ordentlich Ballen gepresst und die wollen wir jetzt dann natürlich alle hier runter sammeln. Und der erste liegt nämlich schon gleich mal hier mitten im Weg. So, ich weiß noch nicht genau. Eigentlich würde ich... Katastrophe. So, komplett aufgeregt hier. Mit dem 6R ist ja einer meiner Lieblingstraktoren im LS19, muss ich ehrlich sagen. Super Gerät, ordentlich Leistung und ja, nicht zu groß und nicht zu klein.
So, das ist jetzt halt bloß ein Leittraktor. Vielleicht besteht ja mal die Möglichkeit, auch sowas mal auf dem Hof zu stehen zu haben. Fährt sich irgendwie noch. Speziell. So, warte mal, jetzt muss ich das Ding mal hoch machen, sonst fahre ich hier wirklich alles kaputt. So, da hat sich noch ein Strohballen eingeschlichen. So, ich glaube, ich krieg sogar alle weg. Wusste ich doch, irgendwo ist noch einer. Super. Also muss ich sagen, fährt sie auch nicht schlecht. So, ich muss sagen, der und der Fan, das wären eigentlich so wirklich noch coole Ergänzungen für meinen Hof hier. Aber wie gesagt, keine Schulden bitte, die 72.000, die haben wir hart erwirtschaftet. Gerade habe ich noch fast 12.000 nur für das Leihen von dem Gerät hier ausgegeben, dürfen wir aber nicht offiziell sagen. Hat mir natürlich der Händler zur Verfügung gestellt für ein kleines... Kleinen Geldbeutel, hat er gemeint. Ja, mein Geldbeutel wird auf jeden Fall kleiner, wenn er so weitermacht. So, da hinten sehen wir schon, die ganze Wiese ist auch noch voll Ballen. Also wir können auf jeden Fall ordentlich Ballen fahren. Und ich möchte ja mit den Silageballen eigentlich ein bisschen Geld machen, damit wir uns endlich unseren unseren Lindtruck, wie heißt der eigentlich genau? Wir brauchen doch noch so ein, so warte mal, ich lad mal ab. Ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar brauchen wir noch, keine Ahnung, wo ist denn der? Ich glaube hier. Da, Unitruck, genau, 100. 53.000. Gibt es den auch in Gebraucht?
Fabrik neu, gebraucht, kostet trotzdem noch ordentlich was. Das Teil will ich auf jeden Fall noch auf dem Hof haben. Das wäre nämlich nicht schlecht. So, okay, die Miete vom Gerät haben wir auf jeden Fall schon wieder drin. Das passt. Den gibt es auch noch mit bösen Tagfahrlicht. Wäre aber alles jetzt viel teurer geworden. Aber ich finde irgendwie die Lackierung noch ganz cool. Die meisten nehmen den ja in Schwarz und Grün. Ich habe den jetzt mal in Grau und Grün oder Grün und Grau genommen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Malheur. Da kommen wir nicht durch. So, dann sammeln wir hier gleich noch die Ballen ein. Vielleicht können wir ja heute diesen Unitraktor kaufen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Oh, der eine liegt aber sehr gut hier. Mit dem John Deere kannst du das machen. Der kann nämlich schwimmen. Nein, der ist schwer. Der fällt nicht so leicht um. So, wir haben schon wieder 7 Ballen zusammen. Und wie gesagt, das ist ja das Gras. Das musste ich jetzt nicht extra anpflanzen. Das ist hier schon gewachsen. Das haben wir bloß die Feldränder quasi gemäht und können damit ein bisschen Geld machen. So, vorne sind glaube ich noch 2, dann können wir die noch mitnehmen. So, dann bringen wir das auch gleich weg zum Händler. Schauen wir mal. So, zeigt er uns eigentlich irgendwas auf dem Display da an, was wir noch nicht wissen. Aha. Er hat uns den Füllstand angezeigt vom Anhänger hinten. Natürlich cool. So, 104.000 haben wir schon. Das könnte was werden. Lass uns mal noch so eine Ladung Ballen holen. Oh. Dachte, das war schon oben. So, wir haben nämlich noch welche, dann haben wir nämlich bald schon das Geld zusammen.
Und ist erstmal egal, ob wir jetzt da einen Aufbau haben oder nicht. Ich wollte das Teil haben. Ich werde das auch kaufen. Und ja, es kommt ja dann auch wieder Geld rein. Und das wäre natürlich genau so, wie ich es gerne hätte. Wir haben nämlich dann keine Schulden gemacht. Boah, ey, hier liegen aber auf jeden Fall ordentlich welche. So, jetzt sagt er uns 8%, ein L. Zwei Ladung, aha. Zeigt er mir das nämlich da schön an. Jetzt haben wir zwei Stück da drauf. Die wiegen jetzt 300 Kilo. 350 Kilo, also 150 Kilo ein so ein Teil, meint er. Natürlich super. So, jetzt haben wir 4. Es hat genug. Es hat bestimmt genug. 5. Fünfzig Prozent geladen. Also, ich muss sagen, der 6R hier, gerade dieser von IFCO, bin ich der Meinung, Modder, der ist natürlich cool. Das wäre auch was hier für unseren Hof. So, das Ganze wiegt 1800 Kilo. Okay, das kann wahrscheinlich nicht ganz stimmen, bin ich der Meinung. Weil, das ist ja noch, das sind ja Silagebahnen und die sind ja richtig schwer. Aber vielleicht sind das auch 1800. Ah nein, das ist schon das Gewicht. So, schreibt es noch in die Kommentare, was für ein Traktor gefällt euch eigentlich besser? Der Fendt 724, was wir hier vorher gefahren sind, was auf dem Hof steht, oder der 6R, den wir jetzt fahren? Boah. So, obwohl mir hier ein bisschen der Sound fehlt. Vielleicht habe ich auch bloß was falsch eingestellt. So, sogar das Radio zeigt an, damit es aus ist. So, 121. Es reicht noch nicht mal für einen Gebrauchten. Also ich muss noch mal los. So, der Anhänger auch bloß gemietet. Das kann natürlich auch sein, damit wir gerade noch so einen Rückschlag bekommen und für irgendein Gerät noch Miete abgezogen wird. Und dann reicht das Geld natürlich auch nicht. Also mit dem Bildschirm, damit das da alles funktioniert, wieder durchschalten können und so weiter, das ist richtig cool. Das muss man schon sagen, das gibt es sonst nicht so. Und es gibt bei diesem Mod-Pack natürlich auch noch etliches mehr dazu, John Deere-Pack. Und zwar gibt es da M-Serie, R-Serie, klein alles.
M-Serie 2020, M-Serie normal. Es gibt sogar einen Häcksler. Also es wäre schon richtig krasse Sachen dabei. Sogar Gewichte. Nur damit ich es kurz gezeigt habe. So, ich denke, wenn wir alle Ballen hier runter haben, verkauft haben, dann reicht es auf jeden Fall. Da können wir sogar noch einen Aufbau dafür kaufen, für unsere neue Maschine. Und die kaufen wir dann, die borgen wir nicht aus. Da will ich dann auch Gülle mit ausbringen. Ich will frisches Gras für die Kühe holen und so weiter. So, 50% haben wir schon wieder. Leistung hat er ordentlich hier, muss ich sagen. So, und dann muss mir noch einer erzählt haben, wie ich das gemacht habe. Und ich habe keinen Frontlader benutzt. Gar nichts zum Anheben. Ich habe sie übereinander stellen können. Sogar wenn ich von außen gucke, ist das Display richtig eingestellt. Unglaublich. Unglaublich. So, jetzt könnten wir uns gebraucht kaufen, aber neu noch nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich muss noch weitermachen, also wir müssen auf jeden Fall noch die restlichen Ballen sowieso holen. Und dann können wir uns das Teil nachher wirklich zulegen und ist es unser. Hat sonst schon genug Mietgeräte zu stehen. Vielleicht kann ich ja noch den einen oder anderen Auftrag annehmen, weil es ist nämlich gerade Düngezeit, habe ich gesehen. Da können wir auf jeden Fall
vielleicht noch 1-2 Euro mit verdienen. Habe ich nämlich schon letztens gemacht, nachdem ich hier alle Ballen gepresst habe, war ich da schon auf den Feldern unterwegs und habe noch 1-2 Sachen gedüngt. Und da kam auch noch mal so 20.000 sicher zusammen. Ich habe viel gedüngt. So, wie habe ich die Ballen übereinander bekommen? Hat es einer rausgefunden? Schreibt es in die Kommentare. So, den habe ich auf jeden Fall mal weggeschubst. Sehr schön. So, die beiden bleiben wahrscheinlich stehen, weil die kriege ich dann wirklich gar nicht mehr drauf. So, das wäre natürlich richtig cool, wenn wir das noch kaufen können, das Ding. Die anderen beiden Ballen werden wir damit zum Ruf nehmen. Falsche Taste. So vielen Sachen hier kann man das schon mal vergessen. So, der Bildschirm startet wieder neu. Okay, wir das reicht auf jeden Fall. Cool. Da gibt es aber ohne Extras. Okay, die Reifen können wir uns noch leisten, die sind eh cool. Fabrik neu, wir können auch kaputt, aber wir kaufen den mal, wir kaufen wirklich mal was Neues. GPS, Reifen, Das können wir uns schon nicht mehr leisten, wir lassen den so. Und die Farbe lassen wir natürlich auch so. Okay, kaufen. Kaufen, jawohl. Und schon ist das ganze schöne Geld wieder weg. Und wir haben was vom Alpine DLC noch dazu gekauft. Was auch hier in die Region passt. Wieso klappst denn du? Oh, ich habe noch gar nicht hochgeklappt hier. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Einkaufen, genau. So, wir haben ein nacktes Fahrzeug gekauft, mit dem können wir gar nichts anfangen. Weil wir gar keine Anbauteile haben.
So, ich muss noch die beiden Ballen da holen. So, dann kann nämlich die Wiese auch wieder wachsen. Komm nicht ran. Ich fahre hier wie ein Wahnsinniger. So, bringen wir noch die Ballen zum Hof. Ja, nehmen wir ruhig die Vorfahrt. Und ja, dann haben wir noch die ganzen Heuballen und eingelagert müssen die auch noch alle werden hier. Oh mein Gott, das kann auch in einer Katastrophe enden. So, wir laden die mal hier noch hier ab. So, dann holen wir noch ein paar Heuballen. Oh, und das sind nicht wenige. Oh.
So, dann werde ich die noch zum Hof bringen. Und ja, beim nächsten Mal habe ich dann vielleicht schon alle eingesammelt und wir können unsere neue Maschine, unseren Unitrack, beim Händler abholen. Das werden wir dann machen. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.